Oh, guck mal, jetzt irgendwo jetzt der Hero Brian. Wir können ihn auch besiegen, wenn er unsichtbar ist. Da ist er, da ist er. Nein! Es wurde noch ein Teamkamerad von mir gekillt. Ungeheuer guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu Hero Brian Version 2. Das ist die zweite Version von Hero Brian. Das habe ich früher mal vor über einem halben Jahr oder noch länger auf meinem Kanal mal gespielt. Und ist echt ein ganz interessantes Spiel. Aber es wurde irgendwie nicht weitergemacht und jetzt wurde es weiterentwickelt. Und als Zombie ist übrigens dabei. Hallo Zombie. Hallo! Ich habe es auch mal von einem halben Jahr auf Simons Kanal gemacht. Nein, habe ich nicht. Auf jeden Fall gibt es hier bei Dings. Irgendwo kann man hier Klassen aussuchen. Hä? The Rules? Choose Class. Genau. Und dann gibt es, früher gab es schon den Archer, den Priest, den Scout und den Wizard. Und es gab die drei Klassen nie, die wurden irgendwie nie weiterentwickelt. Aber jetzt gibt es die. Die kann man sich quasi unlocken. Ich hab die schon unlocked, da kann man entweder für die Hive-Punkte, die man zum Beispiel bei Survival Games oder überall bei Hide and Seek und sowas bekommt, oder für Coins, kann man sich unlocken. Und ich probiere die heute alle drei mal aus und zeige euch die einfach mal. Ich fange mal mit dem Mage an. So. So, da sind wir auch schon in der Map. Der Sinn des Spiels ist jetzt, den Hero Brian quasi zu besiegen. Es gibt 12 Survivor, also das. Aber ich bin genau im Hero Brian, Hilfe. Wo bist du? Halb tot. Ah, warum? Nein, Zombie. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Bin vergiftet. Lauf er weg. Schlägt mich ja nicht mal. Okay. Oh, okay, jetzt bin ich tot. Nein, du bist tot? Ja, aber direkt. Alter. Es hat angefangen, war 2 Meter neben mir und ich hat mich einfach umgeschubst. Da ist er. Da ist er irgendwo. Ja, da ist er. Der ist irgendwo, der Hero Brian ist hier. Oh, jetzt macht der Bomben. Alter, okay, der ist ganz schön frech. Oh, ja, ich bin jetzt auch fast tot. Ja, ich bin auch so gut wie tot. Ein Herz noch. Okay. Oh Gott, ich sehe ihn. Oh Gott. Okay, ihr seht schon, der Hero-Bein ist unsichtbar. Das heißt, man weiß überhaupt nicht, wo der ist. Und das ist halt die Schwierigkeit an diesem Spiel. Zombie hat es schon zu spüren bekommen. Man kann den Hero-Bein eigentlich nur besiegen, indem man halt diese Shards wegbringt. Davon wird gerade einer weggebracht. Die spawnen hier überall irgendwo auf der Map. Und der Kompass zeigt dann immer, wo ein neuer Shard ist. Und, ja, wenn man alle Shards weggebracht hat, wird der Hero Brian sichtbar und man kann ihn halt besiegen. Man kann den Hero Brian aber auch schon vorher besiegen, wenn man so ein bisschen darauf achtet, dass diese Partikel da, diese schwarzen Partikel irgendwo zu sehen sind. Dann kann man halt dagegen schlagen. Ich bleibe jetzt erstmal hier. Wie kann ich denn? Piu. Erstmal hier jetzt. Guck mich halt um. Okay. Und wenn man halt selber der Hero Brian ist, ist halt ganz lustig. Dann kann man halt diese ganzen Leute unsichtbar jagen und so. Wir sind nur noch 5 Leute. Wir haben einen Splitter weggebracht. So, neuer Splitter ist aufgetaucht. Der ist da hinten, den hole ich mir jetzt. Okay. Schnell. Irgendwo hier ist der Splitter. Der Kompass zeigt halt in die Richtung, ja, nach da. Woran erkennt man den denn? Oh, ich hab ihn. Hab ich ihn? Ja, ich hab den Splitter. Da wird man richtig langsam und man sieht erstmal nichts. Okay, jetzt. Okay. Oh, der Hero Man ist irgendwo hier. Oh Gott. Overwhelming Love. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe so Attacken als Magier, die ich nicht kenne. Shard of. Okay, jetzt. Da, irgendwo hier ist er. Oh, da ist er. Der Hero Man ist da. Da, ich habe ihn getroffen. Ich mache einfach Overwhelming Love. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich habe sie einfach eingesetzt. Ich kann nicht so schnell laufen. Okay, und mit dem Update kamen jetzt nur neue Klassen dazu, oder? Es wird auch ein bisschen überarbeitet hier mit der Anzeige. So, jetzt haben wir schon 2 Splitter weggebracht. Oh, guck mal, jetzt irgendwo jetzt der Hero Brian. Wir können ihn auch besiegen, wenn er unsichtbar ist. Da ist er. Nein! Es wurde noch ein Teamkamerad von mir gekillt. Hier irgendwo ist der Hero Brian. Da hinten ist er. Er rennt weg. Da ist er. Nein, er hat Gift-Potion geworfen. Ich trinke mir einen Heiltrank. Da ist er. Er ist da hinten. Da! Ach, das ist der Hero Brian? Nee. Der Hero Brian stand einfach beim anderen Typen. Hä? Der Hero Brian ist hier irgendwo. Irgendwo hier ist er. Scheiße. Wo ist der Hero Brian? Wo ist der? Okay, ich bin noch alleine mit dem Hero Brian. Du hast alle anderen tot? Ja, scheiße. Scheiße. Oh. Okay, ein Shard ist gespawnt. In diese Richtung. Wenn du den Shard aufhebst, dann bist du ja schon geliefert. Ja, wenn ich den Shard aufhebe, bin ich geliefert, aber vielleicht kann ich es noch einfach trotzdem schaffen. Okay, ich gebe jetzt einfach alles. Wir haben einfach Vertrauen in das Herz der Karten. Oh Gott, du schaffst das. Immer schön gucken. Ist der Hero Brian hinter mir? Ist der vor mir? Wo ist dieser Qualm? Ich sehe den Qualm nicht. Ja, auf dem bist du echt schwer zu sehen gewesen. Ich weiß, so dunkel ist, ne? Hier ist der Shard. Okay, ich hab den Shard.
Der war auch am Anfang direkt neben uns gespawnt, der Hero Brian. Oh, okay, er hat eine Bombe geworfen. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Ja, ich bin fast tot. Okay. Okay, okay. Und, da ist er. Er hat noch eine Bombe geworfen. Irgendwo da ist er. Irgendwo hier ist er. Irgendwo hier ganz in der Nähe ist er. Da! Hast du ihn? Nee, er hat eine Gift-Potion geworfen. Ja, die hat mich am Anfang down gehauen. Ich kann wieder schnell laufen. Jetzt schnell weg. Jetzt gib ab und vernichte ihn. Ich versuche es. Oh Gott, Leute, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lauf doch. Ich habe noch 8 Pfeile. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, und du bist Magier gewesen. Ja, ich bin Magier. Ich habe aber schon alles benutzt, was ich hatte. Ich habe schon diesen Heiltrank benutzt, ich habe schon alles benutzt. Aber er hat auch seine Bomben, glaube ich, alle benutzt. Jetzt schnell den Schad weggeben. Und ich habe den Schad weggegeben. Irgendwo hier ist er jetzt. Er ist sichtbar geworden, weil wir alle 3 Schads weggebracht haben. Okay, okay. Du alle 3 weggebracht hast, der Rest ist ja fast tot. Okay, irgendwo hier muss er sein. Jetzt müssen wir. Schafft man es trotzdem 1 vs 1 gegen den? Schwer, er hat ein Eisenschwert. Ich habe nur ein Holzschwert. Aber ich habe noch 8 Pfeile. Es wird verdammt schwer jetzt. Ja, aber mit Pfeilen hast du dann. Bist gut mit Pfeilen. Aber nur 8 Pfeile, das ist echt. Also, er kann auch so schnell laufen. Der Herobrine hat da doppelten Speed und hat ein Eisenschwert am Ende. Ich weiß echt nicht, wo er ist. Aber wenn ich schaffe, ihn irgendwie runterzustoßen, das wäre natürlich ultra gut. Okay, Leute, oh, jetzt. Da kriege ich Herzklopfen jetzt. Wow, was ist da los? Was ist da los? Und ich habe mir halt überlegt, einfach jetzt daraus 3 Folgen zu machen und die 3 neuen Klassen zu zeigen. Und in der 4. Folge dann selber als Herobrine zu spielen. Und dann das klingt gut. Ja, und dann halt mal zu zeigen, so wie es halt Herobrine ist. Ja, und ihr könnt natürlich auch selber schon mal gucken, wie es Herobrine ist. Ich glaube, ich habe momentan so einen Fluch, wenn ich bei dir mitspiele, dass ich irgendwie direkt am Anfang immer verrecke. Das ist echt, echt blöd. Aber bei... da ist er, Herobrine. Da ist der Herobrine, dahin ist er. Mach ihn tot. Alter, ich habe ein bisschen Angst. Hallo. Er wirft irgendeine Bombe gleich. Pam! Oh Gott, er seht das, wie schnell er läuft und wie weit er hüpft. Das wird jetzt. Hat der unendlich Bomben oder haben die so einen Cooldown? Nee, oder? Auch, der hat auch so eine bestimmte Anzahl an irgendwelchen Items. Ah ja. Weil die Bomben hat er ja am Anfang schon 3 Stück geworfen zum Beispiel. Oh, er ist tot! Er ist tot! Hast du alleine gegen ihn gewonnen? Ja, er hat eine Gift-Potion geworfen, GG. Er hat eine Gift-Potion geworfen, ich habe mit Pfeilen verfehlt, aber ich habe den dann mit dem Schwert ungenugt. Weil er hat halt auch keine Rüstung an, das ist halt sein Nachteil. Boah, und wenn halt alle 3 Charts weggebracht sind, hat er halt auch ziemliche Schwäche. Boah, aber er hat ein Eisenschwert. Puh. Okay, Leute. Du hast ihn vernichtet. Das war auf jeden Fall eine coole erste Runde Herobrine. Wenn euch das gefällt, also wenn ihr denkt, ey, yo, der Magier war vielleicht ja eine ganz interessante Klasse, aber was der Paladin und was der andere Typ da noch kann, würde ich auch noch mal gerne sehen, weil die Klassen kann halt nicht jeder spielen, weil da muss man halt erstmal diese Punkte verdienen. Hier kann man die kaufen beim Token Shop. Da braucht man halt 3000 Tokens pro und für den Sorcerer 4000. Ich habe jetzt gerade noch 5500 Tokens. Und ja, das heißt, ihr müsst viel Survival Games oder Herobrine oder Hide and Seek spielen, kriegt ihr halt diese Tokens, wenn ihr bei sowas gewinnt. Und dann kann man halt solche Sachen kaufen. Ja, und das war so eine kleine Runde hier. Ich fand das Spiel auf jeden Fall cool, es ist ziemlich spannend. Und mit umso mehr Freunde dabei sind, umso lustiger ist es, weil da hat man halt so ein paar Freunde, die in einem Team der Survival. Da kann man halt auch genau. So verschiedene Klassen zusammenspielen. Genau, und wenn halt du mit einem Freund spielst und der ist Herobrine, dann kannst du das richtige Psychospielchen machen. Guck mal, wo bin ich und so. Das ist schon ganz cool. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und dann würde ich einfach sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Runde oder bis zum nächsten Video. Was auch immer ihr euch anguckt, bei Zombie gibt es auch noch was Schönes, nämlich er hat Dark Souls gestartet. Falls euch das Spiel nichts sagt, schaut es auf jeden Fall an. Dark Souls 2, sehr, sehr empfehlenswert. Also Zombies-Kanal auch in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao. Tschüss.